aber beim Daniel läuft das schon ganz, ganz gut. Er hatte voriges Jahr in Hollerbrunn Vergaserprobleme. Also leider erst draußen rausgekommen. Oh, er zeigt schon, was er kann. Schnell den Motor auf Betriebstemperatur bringen. Zu kalt ist nicht gut. Jetzt kann ich die volle Leistung entfalten. Ein kaltes Öl natürlich auch nicht gut. Das kommt nicht überall hin. Das kann keine gute Griffigkeit. Ein zu warmer Motor wäre auch nichts, weil der wäre am Ende dann zu heiß. Wie gesagt, kühlen tun wir den Motor nur so wenig wie möglich, weil das alles Gewicht kostet. Und wir müssen den Traktor ja so leicht wie möglich bauen. Ja, diese Fliegkraftkupplung, die ich heute schon gedacht habe, die macht eben erst auf bei ganz niedriger Motordrehzahl. Das Problem hat er jetzt, den Gang reinzubringen. Jetzt ist der Motor aus. Ah, er sagt, nein, das wird nichts mehr. Ja, es kann zum Beispiel auch sein, dass diese Kupplung hat natürlich auch nicht nur Reibplatten, sondern auch Zwischenplatten. Und er, wie er vorher rausgefahren ist, kann sein, dass die Kupplung sehr, sehr warm geworden ist. Und dann verzieht sich gerne diese Zwischenplatten. Und dann sind die Abstände zwischen den einzelnen Platten zu groß. Also wird der Abstand zu klein. Und die Kupplung kann nicht mehr voll aufmachen. Und dann bringt man natürlich den Gang nicht rein. Aber er probiert es vielleicht auch nochmal. Das hat keinen Sinn mehr. Ja, schade, 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 schade. Aber da kann man nichts machen. Wie gesagt, um die Kupplung neu einzustellen, müsste man den halben Traktor zerlegen. Das ist nicht ganz mal eben gemacht. Dann muss er zu Hause die Kupplung ausbauen, neu einstellen, beziehungsweise Zwischenplatten erneuern, wenn die das Problem verursachen. Und dann kann er wieder fahren. Ja, schade. Aber wir reden hier vom Motorsport, da passiert sowas. Es wird sich gleich ändern, das kann ich Ihnen versprechen. Er muss auch Ladedruck aufbauen, das heißt, der Traktor voll einbremsen, die Kupplung zurückhalten, ist ja auch eine Fliegerkupplung, die kann er mit Fuß begrenzt zurückhalten, also nicht öffnen, zurückhalten. Da gibt er Gas, dann wird die komplette Motorleistung, die da entsteht, in der Kupplung vernichtet, in Wärme. Und dann wird er nahe drunter den Bremser gerannt, den Bremser los. Und los gegangen, ein Totalschaden. Und deshalb kann er leider heute nicht hier sein. Aber, wie gesagt, 3000 John Deere PS. Warte, Lara, Achtung, bitte Minipuller fertig machen, Minipuller fertig machen. Na, hört sich den Gang an. Also, wenn Sie John Deere Fahrer sind, wenn sich Ihr Traktor am Feld so anhört, abspringen und davonlaufen. Bitte achten Sie auf den Klang.
ein Füchtloff in Deutschland live gesehen und sie lässt den Hammer ordentlich fallen. Eine Frau am Steuer eines 3000 PS Traktors. Ja, Treibstoff ebenfalls Methanol, wie gesagt, das ist ziemlich ähnlich der Best Solution. Ich habe keine Ahnung, wie viel Gewicht in der Back ist. Nein, leider nicht, muss ich nachfragen. Zwischenzeit wird der Gruber Otto nochmal seinen Traktor starten. Ich bitte den Gruber Otto zu seinen Traktoren. Und damit die Lisa mit dem Cuore Rosso nochmal anhängen. Sie hat etwas für die Lisa. Und dem Cuore Rosso wieder. Wenn sie innerhalb der 20 Meter stehen bleibt, haben sie einen zweiten Chance, zweiten Versuch. Riechen Sie das? Das riecht Methanol. Ja, wie gesagt. Mehr Drehzahl? Ja, jetzt schon gut aus und jetzt kann man weiter. Und sie geht vom Gas, damit sie nicht aus der Bahn fährt. Aber es hat richtig gut ausgesehen. Ein Fiat-Bus.
sehr weit nach links gekommen und sie ist vom Gas gegangen, damit sie nicht aus der Bahn fährt. Thank you.